Annika, der Tag hier heute neigt sich schon wieder fast dem Ende zu. Es geht ja immer schnell rum, so ein Barcamp-Tag. Wie war dein Eindruck von dem Tag bisher? Ja, ich freue mich, dass so viele Leute heute hierhin nach Köln gefunden haben, aus dem Schulbereich, die sich aktiv für das Thema interessieren, die machen und tun. Ich finde das auch toll, dass die Politik auch hierbei ist und sich gezeigt hat. Das heißt, wir haben halt auch die Gewissheit, dass die Politik sich auch für dieses Thema interessiert und voranbringt. Auch interessant ist, dass zwei Verlage heute hier anwesend sind. Das bedeutet, wir haben auch so die kontroverse Diskussion, weil Verlage natürlich ja aus ihrem eigenen Ursprung heraus natürlich kein großes Interesse an OER haben. Und ich glaube, diese Mischung, die heute hier ist, garantiert halt einen spannenden Austausch und tolle Diskussionen und Gespräche. Was nimmst du für dich persönlich aus dem Tag heute mit? Für mich persönlich, ich bin ja eher auf so einer, ja, ich bin ja nicht mittendrin, weil ich selber ja kein OER mache als Schulträger oder als Mitglied oder Vertreter des Schulträgers, sondern ich bin ja jemand, der, sag ich mal, von außen da drauf guckt und die Entwicklung halt in diesem Bereich verfolgt und guckt, wo kann ich vielleicht noch unterstützen. Und was ich mitnehme, so für mich, für meine Arbeit beim Amt für Schulentwicklung der Stadt Köln ist, dass nicht viele Kölner Schulen tatsächlich hier waren, sondern bei der Vorstellungsrunde ist klar geworden, es sind viele Leute aus ganz Deutschland da, auch von weiter angereist. Aber Köln haben wir mit dem Thema noch nicht wirklich erreicht. Das ist so mein Eindruck, den ich habe und wo halt eben dann noch Nachholbedarf einfach besteht. Ah ja, das ist so, genau. Was vermutest du, könnte das Problem sein, dass sie sich nicht angesprochen fühlen? Ich weiß gar nicht, ob es darum geht, dass sie sich nicht angesprochen fühlen. Ich finde es immer ganz lustig, wenn ich das Thema irgendwo erwähne im Bekanntenkreis oder halt im Austausch mit Schulen. Die Schulen haben häufig ein Fragezeichen. Na, also das Thema ist noch nicht so weit verbreitet, sei es in Köln oder ich glaube, das gilt auch für ganz Deutschland einfach. Das Thema ist noch nicht in aller Munde. Es gehört nicht zur Ausbildung der Lehrer. Es gehört nicht in den Lehrplan. Das heißt, nicht jeder Lehrer hat automatisch bisher Berührungspunkte einfach dazu. Und deswegen glaube ich halt, es ist noch nicht so bekannt. Ah ja. Das ist so, ja, das glaube ich, steckt einfach dahinter. Ja, dann ist ja eine ganz klare Aufgabe eigentlich aus diesem Camp heraus für uns alle, das Thema in die Welt zu tragen. Genau. Und was wir ja unter anderem ja auch eben mit diesem Interview tun. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die End- oder in das Finale des heutigen Tages, in das des Örcamp Kölns und freuen uns auf eine Wiederholung, denn wie in der Begrüßung schon gesagt wurde, wenn etwas in Köln zum dritten Mal stattfindet, was ja vielleicht mit dem nächsten Jahr dann der Fall sein wird, ist es Tradition. Ist es Tradition.